Willkommen zurück zu Vikings, Wolves of Midgard. Wir sind hier im letzten Gefecht. Betritt die imperiale Festung. Machen wir auch, da wir alle anderen Nebenquests, Herausforderungen abgeschlossen haben. Oh mein Gott, das war jetzt etwas zu sick für mich. Das war dumm. Das Ding trifft, obwohl es nicht auf mich geaimt hat. Habt ihr es gesehen? Wenigstens. Das war strange. Hätte so nicht passieren dürfen. Jetzt muss ich einmal heilen. Bullshit. Der Kampf läuft natürlich wieder zugunsten der Gegner. Ist ja alles easy, ne? Man regt sich nicht auf. Er hat mich gehittet. Ich raste aus. Das ist lächerlich, ey. Das ist ein Witz. Ich lauf weg, Alter. Und die blocken halt alles. Oh, er hat mich gehittet. Gut. Weiter geht's. Welle Nummer 7375. Weg. Das ist genauso wie die Bogen. What the heck? Das war nicht auf Cooldown gerade. Ach man. Das ist genauso wie die Bogenschützen, die hitten einen auch immer. Seit man rollt halt wirklich im exakten Moment irgendwie weg oder so. Eieiei. Das machen wir jetzt hier. Machen wir Easy Fight draus. Na, ja, mal hier Easy Fight. Nicht mal gedamaged. Na gut. Das war's wenigstens. Na gut. Etwas unspektakulär, dass Gegnerwellen der Boss waren, aber es ging nur darum, die zu befreien. Eine Axt bekommen, imperiale Langaxt. Das wird wahrscheinlich ein Zweihänder sein bei meinem Glück, aber dafür ein Helm. Das ist doch etwas. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt schon mal das Zeug an. Naja. Na gut. Können wir ja uns mal gönnen. Stimmt, wir haben noch Talisman des Odin gefunden, glaube ich, hier auf der Map. Das klingt nice. Okay, es kommen anscheinend nur Raben, wenn Gegner auch da sind. Steht aber nicht dabei, wie lange sie bleiben, oder? Steht nur 12 Raben und sie machen 90 bis 100 Damage. Oh. Wenn wir davon ausgehen... Imperiales Kurzschwert ist ein Einhänder, tatsächlich. Ist aber auch stärker als unsere. Kritische Trefferquote, Blutbonus, Bewegungsgeschwindigkeit geht zwar runter, kritischer Schaden auch ein bisschen, aber ist ja egal. Dafür mehr Schaden. Ist ein Einhänder. Das war ein Zweihänder, das war zu erwarten, was ich sehr schade finde. Aber... Jetzt haben wir... Wenigstens eine bessere Waffe. Das ist ein Schwert. Also, haben wir irgendwas, was nur auf Äxte zählt? Irgendein Boni? Eigentlich nicht, ne? Ja, finde ich nice. War hier irgendwas? Nö. Okay, cool. Also können wir mit zwei Schwertern rumrennen. Müssen nicht immer zwei Äxte sein. Gut, wir reden jetzt mit dem Typen. Genug rum. Getrödelt.
Wundervoll. Ihr seid wahrlich eine Frau mit außergewöhnlichen Talenten. Mein Name ist Fardain. Händler, Reisender, Mann von Welt. Ich bin mir sicher, wir werden gemeinsam große Dinge bewegen. Nehmt diese. Eine Naudis-Rune. Und das größte Geheimnis der Flottnar. Die Segelspiere als Zeichen meines guten Willens. Ihr habt sie euch verdient. Dankbar für ihre Freiheit, lehrten die Flotnar ihren Befreiern das Geheimnis der Segelspiere. Mit dieser einfachen Verbindungsstange konnten die Ulfung ihre Langschiffe vor dem Zerschellen an den großen Riffen unter dem Winde an der Schlangenbucht bewahren. Fardain, der Händler, sah einen Anführer, dessen Freundschaft von Wert sein könnte. Er kehrte zurück ins Dorf, um sein Geschäft wieder zu errichten. Okay, gut. Also können wir auf jeden Fall weitermachen mit der Hauptstory. Also, dies ist euer Dorf? Gar nicht mal schlecht. Kommt und besucht mich, sobald ich mich eingerichtet habe. Ich bin sicher, ihr habt Fragen über die südlichen Landen. Ein Händler unter den Ulfung. Ich dachte, diesen Tag erlebe ich nicht. Meine Mutter Grindel sprach zu mir im Schlafe. Sie bittet euch um eine Audienz. Man sagt, die Trollhexe wisse um das Geheimnis, wie man das mystische Metall Jotunjarn schmiedet. Davon weiß ich nichts. Aber sie trägt euch an, sie in den Tunneln Utgards aufzusuchen. Wenn ihr einen von Jotans Ambossen findet, könnten wir sogar mächtigere Waffen schmieden. Darf ich euch noch einmal daran erinnern, wer hier die Anführerin ist? Aber mächtigere Waffen klingt schon mal gut. Und ich habe seit Stunden nichts mehr getötet. Also, los geht's. Alles klar. Das klingt aber echt nice. Wir suchen mal den Typen auf. Aber nur würde mich interessieren, was der so anzubieten hat. Ich kann euer Geld noch nicht, ich meine, mein Geschäft ist noch nicht eröffnet. Noch nicht eröffnet, ist okay. Was braucht ihr? Ich überlege gerade, was kann ich denn noch... Total toll, weil das nächste, wo wir müssen. Ich glaube, wir haben nichts mehr. Tatsächlich. Machen wir doch mal. Tunnel und Trolle. Also eine Schädel, Jutun und Trolltotems again, Alter. Ah, das ist da, wo das Gift war, ne? Helgas Mutter, der Trollhexe Grindel, war ein Eindringen in ihre Gefilde nicht recht. Es ward nie vernommen, dass sie Besucher zu sich einlud. Das war vermutlich der Grund, warum die Ulfung einer Zusage nicht widerstehen konnten. Okay. Ich dachte, sie wollte, dass wir zu ihr gehen. Jetzt ein bisschen... Wer liebt es nicht, in eng umschlossenen Räumen zu kämpfen? Tschüss, Jungs. Ich werde euch noch den rechten Weg. Ach. Ich glaube, ich muss müsste mal wieder auf Attack Speed skillen bei den Level Ups. Ah, du kannst weggehen. Tschüss. Stiefel der Freiheit. Klingt schon mal ganz cool. Oh. Haben die Kills jetzt nicht für mich gezählt, nur weil er explodiert ist? Das war ja lame. Das wäre ja nicht so geil. Wir müssen da links lang, theoretisch. Rechts, sorry. Rechts lang.
Würde ich sagen, gehen wir erstmal hier lang. Ah, okay. Ich würde nur einmal im Kreis. Gürtel des Ritters, auch nicht so bad. Ernsthaft, ich habe den nicht gekillt in der Zeit. Eieiei. Okay, sind wir aber auch durch. Hier war ein Trolltotem, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Einfach nur, damit wir gegebenenfalls an die 100% hier noch kommen auf der Map. So, was haben wir denn noch? Hey, Großer. Ach, so funktionieren die. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Man öffnet das Portal und es kommen insgesamt 12 Raben raus, die auf den Gegner fliegen. Ist tatsächlich ganz nett. Behalte ich auch so erstmal. Wow. Dein... Ich hab mich echt hier vom Tränen abgehalten. Was ein Vieh, ey. Schon sagen, die machen gut Schaden. Die Raben. Ich finde sie nice. Du hast dich mit der falschen Schildmaid angelegt. Ah, jetzt kommt das Gift. Okay. Ich dachte eben schon, das würde gar nicht kommen, aber haben wir anscheinend eine gute Resistenz hier. Was das Gift angeht. Genommen. Hier war sonst nichts. Okay, wir gehen weiter nach links. Wenn ihr kämpfen wollt, kommt und stellt euch mir im Gefecht, ihr Feiglinge. Kiste. Okay, wir haben noch keinen eisernen Schädel. Fuck. Blut für Asgard. Shit, ich wollte ihn da reinlocken. Long. Oh, noch einer. Nein, nicht auf den kleinen. Den großen da. Ja, wie viel Leben der hat? 12.000? Okay. Der Fight wird dezent lustig.
Wow, er hat mich gehittet. Und nochmal. Genauso wie das Ding. Eieieiei. Das Spiel hat Bock. Gerade. Fällt mir, ich habe auch Bock. Ein Spiel, das nicht komplett broken ist. Und die Raben gleich wieder. Das ist das Einzige, mit dem ich wahrscheinlich ein bisschen Schaden machen kann. Dein Ernst? Ach, Mann, Alter. Eigentlich finde ich es viel zu langweilig, so zu fighten, aber das ist die einzige Option, die das Spiel mir gerade vorgibt. Schade. Oh, nice. Ring der Nibelung. Wenigstens legendären Gegenstand bekommen. Resistenz gegen Widrigkeiten ist schon mal ganz nice, aber... Naja. Insgesamt finde ich den Ring jetzt nicht so geil. Also hat es jetzt nicht... Eigentlich gelohnt hat sich das jetzt gar nicht hier. Weil weder eine Kiste noch ein Totem-Ding oder so, gar nichts. Es war einfach nur ein echt nerviger Fight. Ich gehe nochmal zurück, weil ich muss zum Blutdingens. Altar der Heilung. Was ist los bei dir? Dann gibt es Gegner, die hauen vor allem ab. Das verstehe ich alles irgendwie nicht ganz. Nein. Einmal unnötig geheilt gerade mit dem... Wow, der hat keinen Damage gekriegt von den Raben. Unlucky. Was wollte ich sagen? Ja, Bossbus habe ich auch so geheilt mit dem Heildingens. Nicht so geil insgesamt gerade gelaufen. Wir machen Attack-Speed hoch. Ja, das Problem ist, ich muss wieder zurück wegen dem Gift. Das war jetzt gerade mal bei 50%, aber es war mir jetzt zu riskant weiterzugehen. Jetzt laufen wir weiter. Okay, warum auch du gerade hergekommen bist. Das sind Gegner, die gehen wenigstens, ja. So gut gefightet am Ende leider. Geh erstmal nach links. Dann wieder sowas, ne?
werft alle euer Rotz auf mich. Das ist vollkommen okay. Ich glaube, alles legitim. Ach, hau ab. Oh, fuck. So, wir gehen jetzt unten lang. Nice, noch ein Troll-Totem. Wow. Kann man das immer machen wenigstens, oder? Ich drücke immer die falsche Taste. Jedes Mal. Schon wieder so einer. Aber diesmal ein normaler. Ja, schön. Imperiale Axt. Ist das eine Zweihänder? Nein, Einhänder. Holy shit. Haben wir dann eine bessere Waffe? Wow, unser Schaden ist jetzt um 70 hochgegangen insgesamt. Das ist natürlich nice. Ja, der Fight hat sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Niemand stellt sich mir in den Weg. Ja, kann sich sehen lassen. Zu diesem Heil Altar nochmal. Ich jedes Mal die falsche Taste drück. Blut für Asgard. Wow, Alter, der Damage. Fair. Sehr faires Spiel. Eieiei. Da hat sich gerade die Akku gewechselt mitten in der Aktion, was nicht so gut war. In meiner Animation kriege ich Damage. Gegner-Animation kriegt keine Damage. Wow. Kein Damage. Entschuldigung. Imperialer Stab. Ja, damit kann ich was anfangen. Oh, das war ein saftiger Crit. Der könnte etwas häufiger passieren. So, auch hier ist leider nichts mehr gewesen. Habe ich noch irgendwas an geilem Equip gekriegt? Ja, ein Zweihandstab. Okay. Nichts Interessantes dabei, schade. Wie laufen wir denn jetzt? Da kommen wir her. Rechts ist halt noch so viel. Oder ich gehe einfach Richtung Hauptquest. Also ich würde jetzt erstmal Richtung Hauptquest gehen, weil die Folge jetzt zu Ende ist. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir dann links komplett erkunden. Ist natürlich unpraktisch, wenn der Kontrollpunkt jetzt aufploppt. Klar. Ich finde auch generell die Kontrollpunkte
dass sich dahinter etwas Großes verbirgt, das ich töten kann. Ich finde, sehr schade, wie die Kontrollpunkte gelegt sind. Weil theoretisch, wenn ich jetzt hier Schluss machen würde, muss ich beim nächsten Mal nochmal die Gegner killen, die jetzt hier standen. Naja, muss halt leider so machen. Ja, das war's wieder von der weiteren Folge von Vikings. Wolves of Midgard. Haben nochmal eine schöne Waffe gefunden. Ich denke, das war ganz okay. Beim nächsten Mal schnetzen wir uns hier weiter durch die Quest. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!